Er ist einmal mit mir gefahren, ich weiß nicht wo. Und dann eben, nachdem ich im Autoslalom-Scoot fuhr mit dem Berger, ich habe einmal den Berger geschlagen. Es war Minimundus Parkplatz am Klagenfurt, Slalom gesteckt. Und beim dritten Lauf war ich schneller als er. Und dann hat der Marco eben die Liste so angeschaut, sagt er, jetzt Bergrennen. Er ist mit mir zum Rechberg in der Steiermark gefahren, hat mir die Strecke gezeigt. Ich dachte, puh, so schnell können wir fahren. Und dann bin ich am Rechberg in der Steiermark, Europameisterschaftslauf, in meinem dritten Lauf Laufbestzeit gefahren und habe den europäischen Bergmeister geschlagen. Nach dem Erfolg hat der Marco gesagt, so jetzt Rundstrecke. Hat mich zum Gerhard Berger ins Auto gesetzt, als Beifahrer. Ne? Ich fuhr da mal um den A1-Ring. Ich war wirklich beeindruckt. Ja? Und dann hat der Berger gesagt, jetzt soll ich fahren. Na gut, da sitzt daneben einer, der schnell fahren kann und du sollst jetzt als Semmellieferant eine schnelle Runde fahren. Hab's halt probiert. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten. Heute habe ich endlich mal wieder eine Rennfahrerin zu Gast, die einen wirklich außergewöhnlichen Weg gegangen ist, denn sie hat es nicht über lange Jahre auf der Kartbahn ins Cockpit geschafft, sondern über den Laufsteg, wo sie von einem gewissen Dr. Helmut Marko entdeckt wurde, der sich einst dachte, dass sich eine Frau doch ganz gut in einem seiner Rennwagen machen würde. Gerhard Berger hat ihr dann das Fahren auf der Rundstrecke beigebracht und ehe sie sich versah, war sie Teil des BMW-Werksteams und hat sich später noch ein Porsche 962-Cockpit mit Otto Rensing geteilt. Mit dem 962 werden sie übrigens noch viele von euch in Erinnerung haben, denn damit konnten wir sie damals in der Milchschnitte-Werbung bewundern. Na, und spätestens jetzt werden einige sagen, ach, die war das. Wie sie beim Carrera Cup einst Klaus Ludwig überholt hat, warum sie die Rennerei an den Nagel hängen musste und wie sie in ihrem Leben danach das eigentliche Glück gefunden hat, das erzählt sie uns in dieser Folge. Viel Spaß jetzt mit Mercedes Stermitz. Ich war nur Kutscher. Aber das ist ja nicht ganz langsam und da müssen wir jetzt drüber reden. Ja. Also ihre Eltern hatten eigentlich gar nichts mit Motorsport zu tun. Nur mein Vater liebte Niki Lauda. Ja, okay. Ich habe als Kind bin ich gesessen und er hat nur auf Formel 1 gewartet und Niki Lauda, er hat ihn zitiert, er hat ihn rauf und runter und er war der für ihn der Größte. Genau, und ihr Vater war Bäcker. Ja. Und er hatte eine eigene Bäckerei. Ja. Und sie haben früh angefangen, die Brötchen auszupacken. Ja, ja. Was denn das Wort ist, ne? Ich hatte drei Schwestern, ja. Ich war die Dritte und jede bekam zum 18. Geburtstag den Führerschein. Mhm. Nicht ohne Hintergedanke, weil dann war ein Lieferant mehr in der Firma. Und so habe ich also auch dann mit 18 begonnen. Ich habe einmal repetiert, habe ich die Matura erst mit 19 gemacht. Dafür konnte ich halt in Klagenfurt von 5 oder halb 5 bis 7:30 Brötchen liefern. Halb fünf bis 7:30? Ja. Das sind die Zeit, ne? Ja. So, und dann mussten Sie noch zur Schule weiter. Schule, ne? Ich habe eben im Gymnasium maturiert und den Führerschein kriegt man mit 18. Ja. Normal macht man mit 18 die Matura. Ich aber habe einmal repetiert. Ich hatte einen Mathematiklehrer und einen Englischlehrer, den ich nicht mochte. Ja. Und da habe ich einfach nichts angenommen. Mhm. Wurscht, ich hätte, wenn ich die 2,5er, 3er gehabt hätte, einen Vorzug gehabt, aber aus. So war bin ich sitzen geblieben. Und was wollten Sie mal werden, ursprünglich, der Berufswunsch? Naja, ich hab an Architektur gedacht, habe auch Architektur zu studieren begonnen. Mhm. Hat meine Eltern besaßen eines der ältesten Häuser Klagenfurts, den Ratsch-Dreselhof. Und das ist ein Gemäuer, 800 Jahre alt. Und da war die Bäckerei. Mhm. Im Mittelalter war das Marktzentrum Klagenfurts am Ende des Lendkanals, der in den Wörthersee mündet, wo alle Seegemeinden mit den Booten zu diesem Markt kamen, ihre Ware zu kaufen. Und in diesem Ratsch-Dreselhof, 464 Quadratmeter Grundfläche, gab es eben die Bäckerei Stermitz, die mein Vater von dessen Mutter praktisch übernommen hat oder abgekauft hat. Ja, weil, war so der zweite Mann meiner Oma, war eigenartig und es bedurfte denen an Geld und die haben gesagt, ja, kaufen können sie es. Ja. Nicht vererben oder okay. Dann haben sie Kredit aufgenommen und abgekauft. Und dann haben sie halt schwer gearbeitet. Also wenn der Vater in die Backstube musste von 2:30 bis abends um 10 mit natürlich Mittagspause, ja, Schläfchen. Die Mutter jeden Tag von 5 bis abends halt. Ja, unglaublich. Ja,
kann man sich ja nicht vorstellen. Wurde, wenn man, ja. Wenn, damals, als ich auszog, dann nach, zu Austrian Airlines ging ich zuerst und da gab es dann offiziell die 8-Stunden-Woche. Ja. Da musste ich immer nur schmunzeln, weil das war für uns in der Familie ja undenkbar, 8 Stunden. Aber natürlich die Bäcker und die Verkäufer haben nur 8 Stunden arbeiten müssen. Na ja, klar, dafür klar. Haben halt dann die Töchter, Onkel, Tante, Großonkel, Opa, Omi, alle gearbeitet. Sie haben alle mitgeholfen. Ne? Ja. So, und sie dann als du das zu Austrian Airlines gegangen. Ja. Ne? Aber wie kam das, dass Sie von Architektur dahin? Nein, ich habe zuerst mich beworben bei Austrian Airlines. Mhm. Und also nach der Matura. Die Sichtung in Klagenfurt, Café Moser und wurde genommen. Habe ich den Kurs gemacht und bin dann 3/4 Jahre geflogen. Meine Mutter war immer der Meinung, alle sollten studieren. Mhm. Ja. Meine älteste Schwester hat BWL gemacht, die zweite Medizin. Ich habe im JUS begonnen, also nein, Architektur begonnen, wegen des alten Gemäuers. Mhm. Und dann, meine Uroma hatte aber immer gesagt, die muss JUS studieren zu mir, weil ich als Kind die besten Ausreden für alles hatte. wurscht, aber ich habe dann eben Architektur zuerst begonnen und habe dann wirklich darstellende Geometrie nachmachen müssen. 5 Jahre hatte 11, was die anderen im Voraus haben. Ja. Ich als Gymnasiast hatte das nicht. Habe ich geschafft, mit genügend, aber geschafft. Und das war viel Sitzen und Zeichnen, also ich habe gearbeitet. Ja. Und daneben halt die Grundlagen der Gebäude, leere Grundlagen, Hochbau und bla bla bla, aber gemacht. Ja. Und dann bin ich, aber ich las in der Zeitung, Austrian Airlines sucht Airhostessen und ich dachte, halt die Welt sehen. Anständig um die Welt kommen. Ja. Aber Austrian Airlines flog nur kurze Mittelstrecken und um die Welt kommen war das Einzige, was ich hatte, ein Nightstop in Kairo. Das hieß um 11 Uhr, um 23 Uhr landen, bis 24 Uhr bist du im Hotel vielleicht, ja. Dann bist du 100 tot müde. Dann schläfst natürlich, gut, da habe ich versucht, um 7 aufzustehen und bin dann Hotelresort Pool, weil sonst gleich neben der Cheops-Pyramide, aber da dahin zu kommen, war nicht so einfach. Ich schaffte es dann mit irgendeiner Gruppe, mit einem Jeep. Einmal war ich dort und konnte eine Stufe raufsteigen, so. Das war's. Das war die ganze Welt sehen. Ja? Weil ich bin einmal in Paris gewesen, einmal in London gewesen, alleine halt. Ja. Einfach nur irgendwo ein billiges Hotel gesucht und dann herumgestackst, weil ich die Welt sehen wollte. Ja? Ja. Und habe halt geschaut und gehört. Und dann bin ich, meine Mutter war eigentlich nie dafür, die hat immer gesagt, bist du nur Kellnerin? Ja? Was ja nicht ganz stimmt, ja? Weil als erstes sind ja Airhostessen da, um im Notfall die Passagiere sicher aus dem Flugzeug zu bringen. Klar, ja. Dafür wird man ausgebildet. Mhm. So, und irgendwann aber bei einem Nachtcharter nach Antalya, glaube ich, war das, schrie ein Wiener Vorstadt-Prolet, Entschuldigung, aus der letzten Reihe, Fräulein, um 2 Uhr früh, Fräulein, noch ein Bier. Ich dachte, ist doch nur Kellnerin. Und habe gedacht, jetzt habe ich gekündigt. War natürlich deshalb möglich, weil Familienbetrieb Bäckerei, einer, der mehr da schlief und aß, war wurscht, weil war eine große Familie, 8 Leute immer. Und dafür habe ich ja wieder arbeiten können. Ja. Also in dem Sinn war ich frei. Habe das gemacht und war halt wieder in der Bäckerei tätig. Und habe dann gedacht, naja, die Uroma hat gesagt, Jus, gut, ich mache Jus. Habe dann nochmal Architektur und Jus parallel gemacht. Mhm. Habe wirklich von früh 7 bis 7 Abend nur Vorlesungen und alles gemacht. Architektur habe ich dann sein lassen, weil ich einfach gesehen habe, es gibt bessere, die das machen. HTL und so, die haben einfach alle andere Basis. Mhm. Und JUS mache ich jetzt und habe dann erste Staatsprüfung gemacht, zweite Staatsprüfung gemacht und Mitte der zweiten Staatsprüfung habe ich dann, dazwischen habe ich eine Mannequin-Schule gemacht und ich dachte, vielleicht kann ich was dazu verdienen. Mhm. Haben mir doch öfter mal Männer nachgepfiffen auf der Straße, dachte, ich kann es nicht so schlecht ausschauen und mal Mannequin-Kurs gemacht. Und dann bin ich am Laufsteg gegangen und habe dort eben für 1.000, 1.500 Schilling damals Modeschaus, seriös und anständig in Graz und Umgebung gemacht. Und der Frau Elfi Ordner, die wurde 100, war eine Mannequin-Schule, die hatte sie viele, viele Jahrzehnte und hat, ich weiß nicht, wie viele Miss Österreichs und Miss Worlds, die Miss World Eva Weber-Steyer, war auch von ihr, die hat da Feeling gehabt und war anständig, ehrliche Frau. Und eine Mannequin-Schule lernt man laufen oder? Man lernt Mode vorzuführen. Okay. Wie man sich richtig bewegt, wie man einen Mantel auszieht, wie man sich einfach vorzuführen, muss man lernen. Okay. Ja. Ja. Ist 2 Monate, aber ist keine große Sache, wenn man ein bisschen Gefühl hat. Ist eben mit Schulung. Mhm. Und da habe ich dann Studium ein bisschen vernachlässigt, bin ich ehrlich. Und die Frau Ordner sagt, na, was ist, machen Sie mit bei der Steiermark-Wahl?
Nein, Fahrrad, nein. Weil der Misswahl hatte so ein bisschen einen schlechten Ruf bei uns. Mhm. Nicht schlecht, so, naja, man weiß nicht so, ja. Mhm. Damals war der Erich Reindl der Missenmacher. Mhm. Aber wie gesagt, ich war dann als regierende Miss Österreich einmal bei ihm und seiner Familie, Frau und Töchter, zu Hause in Kitzbühel eingeladen. Biedere Familie, anständige Leute, nichts von dem, was man so im Raum hörte, ja, okay. Was die Leute sich vielleicht gewünscht hätten, weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich bei der Misswahl mitgemacht und habe, glaube ich, gewonnen, weil ich ehrlich war, weil gut ausschauen tun die 20 Mädel alles, ja. Mhm. Ich habe natürlich am Laufsteg schon gehen gelernt gehabt. Ja, ja. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und dann beim Interview habe ich einfach die Wahrheit gesagt, als der Reindl sagte, na und was wünschst du, was ist dein größter Wunsch, ja? Was wünschst du dir im Leben? Sag ich, darf ich ganz ehrlich sein? Er sagt, ja, natürlich. Sagt er, wenn ich schon hier bin, würde ich hier gern gewinnen. Das Publikum hat applaudiert, die haben geklatscht und die Jury hat die 6 als 9 hochgezeigt. Ja, okay. Also über Schönheit kann man diskutieren. Ja, sehr gut. Und dann sind Sie Miss Austria geworden. Ja, das war bei der Miss Steiermark-Wahl und 10 Tage später war Miss Österreich in Kitzbühel. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, es war ja keiner da von anderen, außer die, ja, ich war niemand da von der Steiermark. Ich mache das einfach wieder, ich wiederhole, warum nicht? Ja, klar. Habe ich auch getan, hat genauso funktioniert. Damals war ein Heino, Hannelore Auersberg und ich weiß nicht, der Jack White und so, die waren in der Jury, also ja, okay, ja. Schon Menschen mit Namen. Und es passierte das Gleiche. Ich habe haushoch gewonnen, aufgrund des Schmähs. Mhm. Und hat sich dann irgendwie was verändert bei Ihnen, irgendwie im Leben oder so? Also als es war nichts krass, es war nichts krass von wegen Riesengeschäfte oder so. Es waren ein paar, ich habe einen Werbespot gemacht für Kunert, die Strumpfwerbung. Das war schöne Arbeit. Ich habe 2, 3, 4 Geschichten gemacht, die schön waren, gut waren. Ja. Aber es war nichts Unseriöses, es waren keine unseriösen Geschichten. Ja. Aber es hat sich nicht, es war das Geschäft, nach dem Misserfolg, war nicht professionell geregelt. Das ist ein gutes Wort, nach dem Misserfolg. Aber es war nicht ein Misserfolg, sondern der Misserfolg. Genau. Ne? Also der Erfolg als Miss. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich es aussprach. Ja. Und das war, ich meine, der Reindl hat das, der war ja früher mal Schauspieler, so. Und der hat das einfach gemacht, um halt die Leute zu unterhalten auch, ja. Hat auch ein bisschen den richtigen Schmäh gehabt, so ein bisschen Herrenschmäh und so, na, dass halt die Männer auch sich amüsieren konnten. Und das hat gezogen, ja, weil nach ihm war die Misswahl nie mehr so im Blick, nie mehr. Mhm. Ich habe es nicht mitgekriegt, ne, dass da etwas Großes passiert wäre. Also ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn ein bisschen, ja, man muss den Menschen dahinter spüren, ne? Die Menschen. Ja, ist immer so, ne? Die nur klinisch sauber rein ist, geht gar nichts. Sind Sie da schon Rennen gefahren eigentlich? Oder? Nein, ich habe dann nach der Miss Steiermark-Wahl, stieg ich vom Laufsteg runter, sprach mich der Klatschkolumnist von der Grazer Kronenzeitung an und sagte, du, der Marco sucht eine Frau für Rennen, um Autoslalom zu fahren. Der Marco, Dr. Helmut Marco, Helmut der große Marco. Red Bull-Chef jetzt. Ja. Ja. Der war damals in Graz bekannt als Le Mans-Sieger. Er hat, ich weiß nicht, 70, 72, irgendwann hat er Le Mans gewonnen. Und mit Sicherheit ein schneller Mann, weil mir hat der Lauda erzählt, der Marco sei schneller gewesen als er. Hat die Niki Lauda, kennen Sie auch? Ja. Oder hat er danach erzählt? Oder kannte Sie ihn früher? Nein, ich kannte ihn. Ich habe ihn einige Mal getroffen. Er hat mich auch mal zum Essen eingeladen und wir haben uns gut verstanden, also wirklich, Okay. Also wirklich Rennfahrerkollege auf gutem Niveau, okay. nicht ein bisschen rabschauen so. Mhm. Und eigentlich überall die großen Namen, ich habe auch, wird mir der Name nicht einwurscht, aber die haben alle wirklich, Jochen Rindt vielleicht, na, Jochen, nee, okay, stimmt, ich war 11, als er gestorben ja, ist, natürlich. Und das war die erste Beziehung zum Motorsport. Wir saßen im Auto von einem Italienurlaub nach Hause, als Jochen Rindt in Monza verunglückte, da war ich 11. Und das habe ich heute noch im Kopf und im Gehör, im Ohr. Weil Jochen Rindt war in Österreich ja. Der Star, ne? Der Star. Obwohl er Deutscher war. Mein Vater überhaupt, der war ja der Fanat, also der hat ihn wirklich geehrt, ja. Mhm. Und das kann ich mir an Jochen Rindts Tod, kann ich mir erinnern. Und dann habe ich natürlich den Motorsport mitverfolgt, weil eben mein Vater durch die Formel 1, der Niki Lauda und so, da war ich irgendwo dabei. Ja.
Ich war vielleicht ein bisschen Papakind, weil ich als kleines Mädchen mit ihm kreuz und quer durch Kärnten Semmel und Brot geliefert, hauptsächlich Brot geliefert hatte. In die Hotels. Ja, Hotels und Kaufhäuser und so. Also wir haben wirklich so einen VW-Lieferwagen vollgepappt mit geschnittenem Brot. Es war qualitativ hochwertig und die haben mir ganz Kärnten verliefert. Okay. Und da sind wir halt gefahren und dann hat man halt geredet und weiter und war halt Motorsport. Und da haben Sie den Helmut Marko kennengelernt. Den hat nach der Miss Steiermark-Wahl ein Journalist gesagt, der Marko sucht eine Frau fürs Auto, hast Interesse, weil den kannte ich von Modeschaus immer schon, die ich vorher, der Journalist, der Klatschkolumnist, der, mit dem er halt dann bei du ist. Ja. Sagt, du, der Marko, der sucht eine Frau, die Auto fahren will, magst du? Und in diesem Jahr war das erste Mal kein Auto als Gewinn, der Miss Österreich. Okay. Ein Jahr vor mir war die Elisabeth Kavan, die dann den Walter Wolf geheiratet hat. Sagt das was? Ja, natürlich. Walter Wolf Racing, der nachher auch so eine zivilrichtige Karriere gemacht hat. Ja, die Elisabeth Kavan hatte den geheiratet. Ja. Also der war damals in der Jury der Miss Austria und sie hat funktioniert, die haben geheiratet. Sie war dann auch in Kanada, hat zwei Kinder mit dem. Dann war sie geschieden und wieder hier. Ich habe mit ihr jetzt wieder zwei, drei Monate nichts, aber passenweise gute Verbindung. Und haben Sie mit Walter Wolf, sind die noch verheiratet? Nee. Nein, geschieden. Ja. Na, die sind dann geschieden und... Aber zwei Kinder haben es und das war das Interessante oder da kam ich mit der Miss, sie war Miss Österreich 82 und ich Miss Österreich 83, auch alle von der Mannequin-Schule Ordner. Okay. Und die Elisabeth ruft mich einmal an, nachdem von mir ein Interview in der Zeitung war, ich habe eine Tochter mit Down-Syndrom geboren, die Erstgeborene. Und dann ruft sie mich an und sagt, du, wir haben was gemeinsam. Sag ich, was? Ja, wir waren Miss Österreich. Na, noch was? Ja, wir sind verheiratet. Ja, noch etwas. Sie hat auch ein Down-Syndrom-Mädchen geboren. Okay. Ist interessant, ne? Ja. Und da haben wir uns eben einige Mal getroffen und seitdem haben wir Kontakt miteinander. Ja. Okay. So, und der, genau, die hat? Ich stieg vom Laufsteg der Miss Steiermark und dann sagt der Marko, hat Interesse, dass er Frau ins Auto setzt, hast Lust. Und damals war eben kein Auto zu gewinnen gewesen. Ja. Und ich sagte, ja gerne. Ne? Ich dachte, Autofahren, gut, weil ich liebte Autos. Ne? Ja. Wie gesagt, in der Bäckerei, der Semmel ausliefern, war mir der Lieblingsjob. Und dann bin ich eben zu Marko. Der hat, wie war das am Anfang? Ja, irgendwann mit so einem Alpha GTV und Gerhard Berger, Autoslaloms, bin ich gefahren. Weil wenn die Miss Österreich damit aufkreuzt, schreiben Sie auch über den Gerhard Berger, der damit fuhr. Ja, das war tatsächlich eine Marketing-Idee. Ne? Also, er hat gesagt, ich will keine Frauenquote in meinen Autos haben, sondern einfach so aus PR-Zwecken damals. Ja, genau. Ah, okay, aber der wusste, dass Sie schnell fahren können? Oder haben Sie das getestet? Er ist einmal mit mir gefahren, ich weiß nicht wo. Und dann eben, nachdem ich im Autoslalom gut fuhr mit dem Berger, ich habe einmal den Berger geschlagen. Gerhard Berger. Gerhard Berger, ja. Das gibt's ja nicht. Und zwar am Minimundus-Parkplatz in Klagenfurt. Das hat er mir gar nicht erzählt. Hätte ich vielleicht an seiner Stelle auch nicht getan. Es war Minimundus-Parkplatz am Klagenfurt, Slalom gesteckt. Und beim dritten Lauf war ich schneller als er. Und dann hat der Marko eben die Liste so angeschaut, sagt er, jetzt Bergrennen. Er ist mit mir zum Rechberg in der Steiermark gefahren, hat mir die Strecke gezeigt. Ich dachte, puh, so schnell kann man fahren. Und weil beim Semmelliefern, mein Vater hat gesagt, erstens, aufpassen, keine Strafen, ja. Und dass nichts passiert sowieso, aber keine Strafen, weil Strafe zahlen war für ihn ein Horror. Ja. Und jetzt soll ich da plötzlich so schnell fahren. Aber ich habe halt versucht, das nachzumachen. Der Marko hat gesagt, ja, das geht. Und dann bin ich am Rechberg in der Steiermark, Europameisterschaftslauf. Ja. In meinem dritten Lauf Bestzeit gefahren und habe den europäischen Bergmeister geschlagen. Vom einmal angucken bei Helmut Marko? Nein, so er hat mir die Strecke gezeigt. Ja? Er hat mir die Strecke gezeigt und ich durfte von dem Alpha-Händler Vogel in Graz das Auto holen, so viel ich mochte. Ich bin natürlich fast jeden Tag da zum Rechberg gefahren und habe die Strecke auswendig gelernt. Ja, ja. Ich bin da rauf und runter, aber seriös und anständig, weil ich bin ja gut erzogen. Als, wie man es macht. So wie man auf der Straße zu fahren hat, nicht gefährlich und so. Also ich wirklich eingehalten und bin aber x-mal, also wirklich viele Male auf und ab gefahren und habe dann den europäischen Bergmeister geschlagen und das war ein Italiener. Oh, der hat böse geschaut. Das glaube ich. Aber dann hat der Marco, nach dem Erfolg hat der Marco gesagt, so jetzt Rundstrecke.
hat mich zum Gerhard Berger ins Auto gesetzt, als Beifahrer. Ne? Ich fuhr da mal um den A1-Ring, dachte, puh, so schnell kann man fahren. Ich war wirklich beeindruckt. Ja? Ja. Und dann hat der Berger gesagt, jetzt soll ich fahren? Na gut, da sitzt daneben einer, der schnell fahren kann und du sollst jetzt als Semmellieferant eine schnelle Runde fahren. Hab's halt probiert. Aber der Berger hat zu Marco gesagt, ja, das geht schon. Und dann begann ich Auto, österreichische Meisterschaft, Tourenwagen auf einem Alpha GTV 2,5 Liter und fuhr die österreichische Meisterschaft. Ich war irgendwo unter den ersten 10, nichts Sensationelles, keine Siege, aber habe halt Feeling gekriegt. Aber ich finde das schon per se sensationell eigentlich, diesen ganzen Weg, oder? Also unter den ersten 10, das ist ja schon mal Wahnsinn, da gibt es noch viele, die dahinter waren. Und, ja, und überhaupt, ja, dass man sagt, wie Sie sagen, als Semmellieferantin, ja, die dann immer nur neben denen sitzen, sagt, mein Gott, so schnell kann man fahren und auf einmal ja, sich selber. Ja. Ja, und dann bin ich eben, dann habe ich plötzlich, ey, der Marco hat gesagt, du, er rief mich an oder ließ mich anrufen, Euromutter Luxemburg, die so, da gibt es ein Mädel, die fährt und die braucht eine Teamkollegin, Auto wäre frei. Ja, bitte, aber ich hatte ja kein Geld, ne? Ich war Student, der jetzt zwar nichts mehr, fast nicht mehr studierte, aber nein, ich habe Jus halt erste Staatsprüfung gemacht und die Hälfte von der zweiten, war halt Vorlesung und so, aber hatte Zeit. Und bin dann nach Luxemburg gefahren und habe dann mit Euromutter Luxemburg einen Vertrag gemacht. Mhm. Erstens bekam ich ein Auto zum Privatfahren, da war ich ganz stolz, das hatte ich für mich. Und zweitens bin ich für die anderen Mädels mussten viel investieren und so, ja. Oder einige viel, manche hatten auch Sponsoren und so. Aber wie gesagt, ich habe da eben von Euromutter Luxemburg ein Auto bekommen und konnte Rennen fahren. Cool. Ford Fiesta Ladies Cup. Also da waren nur Mädchen, ja, zwischen 20 und 30, weiß nicht, irgendwo mit 25 ja, Mädels. Und die fuhren da wirklich nicht schlecht. Ich weiß noch, weil der Piccolo war einer der Mechaniker vom Marco-Team. Mhm. Der hat gesagt, der Marco fand das spannend, weil er ist von einer Kurve zur nächsten gerannt. Und ich sage, ich hatte den Vorteil, dass das Auto ja von einem großen Händler war. Mhm. Und eigentlich haben wir nichts pfeifen brauchen. Ja. Mhm. Und ich bin einfach gefahren, was das Zeug hält. Ja. Und der Piccolo hat erzählt, der Marco ist von einer Kurve zur anderen gerannt und hat zugeschaut, weil ihm das getaugt hat, dass ich halt durchs Feld gepflückt bin. Ja, das glaube ich. Hatte ja keine Sensationsstartzeit, aber im Rennen bin ich halt einfach durchgepfiffen. Ja. Die anderen waren teilweise böse, weil halt dort Schrammen auch waren. Ich hatte den Vorteil, dass es mich ja nichts kostete. Ja, 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 klar. Und ich habe nur vom Preisgeld gelebt, ja. Und da waren nur die ersten 6 und der erste Platz wäre gut gewesen, habe ich leider nie geschafft. Zweiter Platz, glaube ich, habe ich geschafft, in Erding, Flugplatzrennen. Hm. Aber ich bin halt gefahren, wer will. Die Henker. Und Ford Fiesta Ladies Cup, da war der Rainer Braun auch Kommentator immer, oder? Ja, oder beim Fiesta Ladies Cup war Rainer Braun Kommentator, ja. Aber ich habe dann eben den Ladies Cup beendet, dann hatte ich nichts, ja, weil ich habe auch niemanden gekannt. Ich war ja, meine Eltern waren Bäcker, der Vater Laura-Fan, aber sonst nichts. Kein Bezug zum Motorsport, ja. Ja. Und dann plötzlich rief mich Annette Mewissen aus Deutschland an, die fuhr den Fiesta Cup, bevor ich hingefahren bin. Hat nur mitgekriegt, dass ich, also im Fiesta Cup, weil ich einmal halt so ein actionreiches, im Norrisring bin ich ein Rennen gefahren, von ganz hinten ziemlich weit vor. Und da war im Fernsehen und England Südwestfunk und so. Und da hat die Annette das gesehen und die hat sich gedacht, das wäre eine Idee. Ist dann zum Wolfgang Peter Flor gegangen, für hat BMW ihm vorgeschlagen, ein Damenteam zu gründen. Aha. Mit mir als Bar. Ich wusste nichts davon. Sie hat mit mir vorher nie geredet gehabt. Ich habe sie nicht einmal gekannt. Okay. Aber die hat sie im Fernsehen geschnallt, dass, weil ich im Fernsehen Südwestfunk war, das wäre was. Ja. Also sie hat da profitiert von mir und ich habe profitiert, dass sie das gemacht hat. Ne? Eigentlich richtig. Und dann bekam ich den BMW-Werksvertrag und wir waren die ersten weiblichen Werksfahrer. Welcher Autofan denkt bei Frankreich nicht an die legendäre Ente, den eleganten Citroën SM, wenn es ein bisschen mehr sein darf, oder an den quirligen Renault 5 Cup?
alles Klassiker der französischen Autogeschichte und die Autos selbst inzwischen für viele fast eine Art Geldanlage. Ein französischer Klassiker der anderen Art ist mein heutiger Partner, denn BNP Paribas ist bereits seit 75 Jahren in Deutschland vertreten und da möchte ich euch gerne eine ganz besondere Sache vorstellen, nämlich das Private Banking Team. Man denkt immer, das ist nur etwas für andere Einkommensklassen als die eigene, aber im Private Banking der BNP Paribas werden bereits Vermögen ab 250.000 Euro betreut. Weltweit beobachten Analystinnen die Kapitalmärkte und ihr könnt zwischen verschiedenen Modellen wählen. Eines finde ich da ganz besonders interessant und das ist das Co-Managing. Das Private Banking Team bereitet einen konkreten Vorschlag mit 30 bis 40 Aktien, Fonds und so weiter vor, die auf eure Ziele abgestimmt sind und mit einem persönlichen Ansprechpartner sprecht ihr dann ab, was ihr davon umsetzen wollt und was nicht. Und wenn sich was in der Einschätzung von BNP Paribas ändert, dann werdet ihr natürlich kontaktiert. Ihr könnt euer Geld aber natürlich auch bequem und wie vorab abgesprochen und nach eurem eigenen Risikoprofil komplett von den Expertinnen managen lassen. Auch dabei bleibt natürlich jeder Schritt transparent und ihr könnt online jederzeit nachschauen, wie sich euer Geld entwickelt. Das geht, wie gesagt, bereits ab 250.000 Euro los. Und ganz wichtig, denn auch bei der Geldanlage sollte man auf ein bisschen alte Schule achten. Hier gibt es das Beste aus beiden Welten. Persönliche Gespräche und Ansprechpartnerinnen und digitale Tools, mit denen ihr euer Vermögen immer im Blick habt und euch auch über die Märkte informieren könnt. Also, wenn ihr euer Vermögen in dieser turbulenten Zeit breiter aufstellen wollt, dann kontaktiert doch mal das Private Banking Team von BNP Paribas unter www.neue-generation-privatbank.de. Den Link habe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes geschrieben und hier geht es jetzt weiter mit meinem heutigen Gast. BMW-Werksvertrag. Also ja. Von Fiesta Ladies Cup und eigentlich nichts mehr haben, BMW-Werksvertrag. Was für ein Zufall oder was, ja. Was für Glück, dass Sie da zu sehen waren. Ne? Ja. Unglaublich. Eigentlich, ja. Schon, gell? Ja. Also immer wieder so. Und eingesetzt wurde das Team von Schnitzer, ne? Oder? Ja, ich bin bei Schnitzer gefahren, ja. Weil Annette ist beim Lin. Nein, stopp. Wir sind. Es war so, dass 1987 sind wir die Europameisterschaft und Weltmeisterschaftsläufe, ausgesuchte EM- und WM-Läufe, Gruppe A gefahren. Und das war eigentlich Schnitzer-Team. Mhm. Ich war Schnitzer-Team. Gemischt, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war mit Roberto Ravaglia. Johnny Cecotto. Cecotto, ja. Gero. Auf jeden Fall, wir waren mit den Zeiten immer dabei, ja, bei den Burschen. Naja, und ich bin 87 EM, WM, aber ich kam bis Australien, Neuseeland, ja. Da haben Sie wirklich die Welt gesehen, ne? Ja, ich meine. Als du das haben Sie es nicht gesehen, so ist nicht geschafft. Es. Genau so ist es. Und dann sagt man, wäre ich halt Rennfahrerin. Ich war in Neuseeland, ich kann mich gut erinnern, ich war in Neuseeland Skifahren im Badeanzug, ja? In meinen Jeans und Badeanzug, ja? Weil das ist dort möglich, ja? Also ich habe schon Erlebnisse, die sind nicht, die kannst du auch in keinem Reisebüro kaufen. Ja, das glaube ich. Sie sind BMW M3 E30 gefahren, ne? Das M3, war ja. Das Auto, ja. BMW M3, ja, war ein tolles Auto. Das war für mich eines der perfektesten Straßenautos. Ja. Auch heute noch. Ich sage, der ist sowas von neutral. Ja. Der kommt, hat kein Hecklast und kein Front. Für mich war es das beste Straßenauto. Mhm. Echt. Ich habe es geliebt, ja. Tja, und dann, ich war noch immer auf diesem Trip, Rennsport ist Formel 1, ja. Weil ich als Kind mit Formel 1, Papa, Lauda und so, Formel 1 groß geworden bin. War das Ihr Ziel, Formel 1-Fahrer? Naja, ich habe gedacht, nee, auch mitunter der Hintergedanke war, weil meine Mutter, was willst du machen, wovon lebst du und willst du was verdienen? Okay, BMW hatte ich dann was verdient, ja. Aber nicht Millionen, ja. Mhm. Überhaupt nicht. Ein gutes, umgerechnet monatlich gutes Gehalt für einen Akademiker vielleicht, ja. Aber wie gesagt, die Millionen waren in der Formel 1 zu hören. Mhm. Was jetzt wirklich stimmt, wissen wir eh nicht, ja. Habe ich mittlerweile so ein bisschen entschlüsselt. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dachte, ich muss Formel fahren, ja. Und habe dann zum Beispiel Gage, die ich hatte, die übrig geblieben war, man muss ja von was leben, investiert, dass ich beim Lechner einen Formel Renault, Formel 3, ne? Ford. Achso, Formel Ford sind Sie da gefahren. Damit ja. Ich einmal ein Formelauto in die Hand kriege. Ja. Habe dem, glaube ich, 20.000 Schilling gegeben, dass ich zur Formelauto gefahren bin, am Salzburgring und ja, einfach um es zu erspüren, ja. Okay, der Tourenwagen ist gemütlicher, wenn du willst, ja. Aber das große Geld schien mir nur dort und das Geld wollte ich ja für die Ländgasse, ja, für das alte Haus. Und deshalb habe ich gedacht, ich versuche eben irgendwie Geld zu finden für die Formel 3, damit ich das lerne, Autos abzustimmen und so weiter.
und habe dann bei Mateschitz gefragt. Und weil ich ja Werksfahrer früher bei BMW war, da habe ich ja schon, da habe ich Kontakt zu Mateschitz. Ich war, glaube ich, die Erste, die der, ich glaube, die der Mateschitz im Motorsport gesponsert hat. Und da war er noch in einem Büro in der Alpenstraße Salzburg, in einem dritter, vierter Stock, mit einer Sekretärin, eine nette, und er ist da in einem Büro gesessen. Das war noch verboten, Red Bull in. Ja, das hat, ja, stimmt, das hat ein bisschen gedauert, ne, bis er die Lizenz hier bekommen hat. Ja, wegen, ne? wegen Coca-Cola wollte das nicht. Ah, okay. Dass er jemand anders Fuß fasst. Ja. Hat er dann halt irgendwie doch hingekriegt. Aber es war damals so, dass er in Österreich nicht werben durfte. So, ich bin aber eh DTM gefahren. Genau, das war DTM-Zeit 87. Und habe gesagt, nein, ich fahre in Deutschland. Ne, und habe da Red Bull drauf gehabt, habe 100.000 Schilling gekriegt. Ne. Davon konnte ich wieder leben. Und habe dann auch investiert in Lechner, halt, dass ich einmal vor mir fortfahre. Mhm. Und ja, bin halt da rumgekurft, ein paar Stunden. Und dann habe ich halt geschaut, Formel 3 muss ich machen. Weil noch in Erinnerung, Gerhard Berger fuhr von der Formel 3 in die Formel 1. Mhm. Ich habe immer nur geschaut und beobachtet. Es hat mir ja keiner geholfen oder geredet. Ja, ja, klar. Und mit wem bist als Ex-Miss reden, dass du das Formel 1 fahren willst? Vorher haben sie den Leuten ja auch gezeigt, was sie drauf haben. Ich habe oft überlegt, was ist, wenn ich Marco damals gesagt hätte, warum mit Formel 1, ja? Mhm. Aber ich schätze eher, weil er ist schon ein bisschen ein Macho, ja? Mhm. Und ich weiß nicht, ob er einer Frau das wirklich zugetraut hätte überhaupt, weil Frauen sind für ihn eher für anderes, glaube ich, was ich so beobachtet habe. Und ich hatte damals eine Wohnung geteilt mit einer Französin, die war Grafikerin beim Kasten und Öler und war so eine schicke Französin, ja. Und weil ja Marco an und für sich so ein bisschen als Weiberheld bekannt war, habe ich bekannt gemacht, die zwei, damit ich isoliert bin, ja. Weil irgendwie ist das, ne, Marco ist ein bisschen, naja, der hatte so den Ruf, dass er alles niederreißt, was geht. Ja, okay. Und ich wollte mich da isolieren und habe dann mit Simon Bekannte waren. Auf jeden Fall hat funktioniert. Ja, und ich habe halt geschaut, dass ich Formelsport komme, ja? Neben Formel 3. Und dann bin ich Jacques Gisler Racing, da eben Mateschitz und Raiffeisenkasse. Mhm, okay. Habe ich auch von Niki Lauda kopiert, von seinen Anfängen, wo ich das gelesen hatte, Raika. Und bin ich auch zu dem und habe dem auch erklärt, das muss so sein. Und der hat mir auch Geld gegeben. Und dann habe ich dann Raika und Red Bull Cup, die Formel 3 gesponsert haben. Mhm. Ja, und dann Formel 3000. Weiß man, wie das. Dann wollte ich natürlich weiter wegen der Superlizenz. Mhm. Formel 3000, weil die Superlizenz musste ich ja kriegen. Und die habe ich. Habe ich bei mir bei den Ort gefunden. Die habe ich über die Formel 3000 eben dann gekriegt. Also die Eintrittskarte? Nein, stopp, zuerst war das über Gruppe C. Eben auch Lechner. Entschuldigung, vergessen. Der Lechner hat mich. Dafür habe ich Geld gekriegt. Dafür habe ich Geld gebraucht vom Mateschitz und vom Reika. Weil ich habe beim Lechner eine Gruppe C-Rennen gekauft am Nürburgring. Bin ich mit Otto Renzin gefahren und sind wir Achte geworden. WM-Lauf, Gruppe C. Gruppe C mit dem 962. Mhm. Mit dem Porsche 962, ja. Der Gruppe C damals. Ja, ne? Genau. Also, ja. Ja, da sind wir bei einem WM-Lauf miteinander Achte geworden. Und die Zeiten waren vergleichbar, ja. Nix, um die Superlizenz zu kriegen, ja. Von der FIA. Und die habe ich eben. Weil mein Ziel war Formel 1 und Millionen, ne? Weil ich die Ländgasse retten wollte. Und dann musste natürlich schauen, dass du das hinkriegst mit dem, wen war, wo war es, wer, ne? Und in England, britische Formel 3000, bin ich dann mal gefahren. Man muss es ja auch fahren lernen, ne? Und das kostet alles Geld und das habe ich halt dann irgendwie habe ich es hingekriegt, dass ich es geschafft habe. Okay. Seriös und anständig. Wie war das für Sie, Formelfahren im Vergleich zum M3? Ja, Tourenwagen ist gemütlicher. In Kürze. Ja. Der Formelsport ist, das ist Sport, ja. Da arbeitet mehr der ganze Körper. Mhm. Man liegt mehr drin und es ist dann der Motorsport eigentlich. Jetzt ist Gruppe C ja auch schon, ja. Ist ja auch fast vergleichbar. Man kann das sagen, ja. Aber mit dem, der Tourenwagen an sich ist ja eigentlich dagegen Potschenkino, ne? Und eine Ex-Miss Austria im 1962, da kennen Sie auch noch einige. Ja? Und das hat mich total gefreut, weil ich habe mir das natürlich daraufhin, als ich es gelesen habe, wieder gefunden, aus der Milchschnitte-Werbung.
Ah ja, genau. Das finde ich sensationell, weil ich hatte das nicht. Und mit dem Auto in dieser Lackierung bin ich ja in Le Mans gestartet. Ja, genau. Und ich fuhr einen Turn. Meine einzige Erinnerung ist ewig her. Erinnerung war, dass irgendwann in der Nacht, ich nach Turn bin ich gefahren, und da lag irgendwo in Gruppe C, circa 30 Meter hoch in den Bäumen, hat lichterloh gebrannt. Das ist meine Erinnerung an Le Mans. Ich glaube 89. Schön, ja. Und es ist aber nichts passiert. Und einen Turn gefahren, weil dann hat ein Kollege das Auto rausgeschmissen. Gott sei Dank nicht ich, weil das hätte wieder geheißen. Typisch. Ne? Aber ich war nicht unfroh, darf ich ehrlich sein, weil der Nachttörn war, hat mir eigentlich gereicht. Das glaube ich, in dem Wagen. Oder? Und eigentlich, sage ich, muss man mit über 300 nicht in der Nacht durch den Wald fahren. Ist vielleicht richtig. Das war ein, das Team war... Tim Lee Davy. Krämer, oder? Tim Davy. Krämer, in Le Mans bin ich von Krämer eingesetzt, ja. Ne? Ja. Ja, genau. Nürburgring auch. Nürburgring mit Otto Renzing war Tim Krämer, ja. Tim Lee Davy hieß der, glaube ich, wo ich in England gefahren bin. Oldenburg. Okay. Oldenburg war das. Wie war Otto Renzing als Teamkollege? Hat der das? Das war Krämer, Tim Krämer. Ja. Wie war es mit ihm? Also war der. Eigentlich total kameradschaftlich cool. Ich glaube, da. Das war für ihn okay. Ja. Also er hatte keine, weder positive noch negative Aspekte. Er hat es einfach locker genommen. Ich schien akzeptiert in der Branche. So. Gab es da manchmal so Rennfahrer? Da war das Einzige, der bei meinem allerersten Rennen, der italienische Bergmeister. Ja, genau. Der hatte ein Problem. Ja. Aber ansonsten sind sie nicht anders behandelt worden. Oder auch, dass die Mechaniker manchmal ins Haus sagen, mal gucken, ob die so ein Auto abstimmen kann. Nein, eigentlich nicht. Ne? Nee, okay. Nein. Ja, das ist doch gut. Ja. Also eben, diese Vorurteile kann ich nicht bestätigen. Ne? Das ist ja aus Männersicht auch mal schön zu hören. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es daran liegt, wie man rangeht, oder? Ja, vielleicht. Ne? Wenn man da cool ist und immer einen Spruch drauf hat. Ich glaube, die merken einfach, dass du es machen willst, weil du das machen willst. Ja. Ja. Und nicht, weil es jetzt der Schickimicki macht. Oder? Naja, genau. Naja, und sie hatten ja ein hehres Ziel, ne? Eben diesen den Hof von ihren Eltern retten. Ja, und eigentlich, ich wollte einfach nur gut Rennen fahren als Mensch. Mhm. Und da ist wurscht, ob weiblich oder männlich, Mensch, der Rennen fährt. Ne? Ja, absolut. So, und von der Gruppe C, wie ging es dann weiter? Ja, ich habe eben dann die Formel 3000 eben über Mateschitz und Milchschnitte. Dazwischen wurde die Milchschnitte-Werbung gedreht. Mhm. Und deshalb bin ich dann zu Ferrero, mit denen hatte ich dann in Innsbruck guten Kontakt und waren auch zwei Italiener dabei bei den Ansprechpartnern. Mhm. Und die haben das gut gefunden, ja. Die waren da sehr wohlwollend und haben es, glaube ich, positiv weitergeleitet. Ja. Sie sind nochmal Turbo Cup gefahren, 944, Porsche ja, 944 gefahren, Turbo ja. Cup und Carrera Cup, ne? Ja, ich bin in Porsche Turbo Cup gefahren, da bin ich, also Turbo Weltcup in Südafrika. Da war ich dann, das war eigentlich auch meine beste Leistung, ja, weil da habe ich, aber ich muss das war das erste Mal, dass ich wirklich rennmäßig wirklich gut mich vorbereiten konnte, weil ich war einmal eingeladen zum Porsche Turbo Cup Südafrika Kyalami, da ein Teamkollege vom Porsche Cup Deutschland, der Bacher hat er geheißen, hat gesagt, du, die wollen, dass du meldest. Ob es mal unten fahren willst, sage ich ja freilich. Wurde eingeladen, bin gefahren, guten Eindruck gemacht, wurde wieder eingeladen und noch ein drittes Mal und dann zum Porsche Turbo Weltcup und da habe ich den Klaus Ludwig geschlagen. Ja, tatsächlich. Ja. Ach, Mensch, das gibt es nicht. Das ist ja alles, das verschweigen die Halunken an. Ja, den habe ich geschlagen. Das war, drauf ansprechen. Der war gar nicht fröhlich. Ne? Nee, kann man gar nicht vorstellen. Das war, aber ich sage, das war das Resultat von dem, dass ich drei Rennen vorher schon unten gefahren war, das Team, die Gruppe konnte. Also die Mannschaft hatte ich, wir hatten ein tolles Team, der Gaude und der Schmäh und der Hetz. Mhm. Und wirklich gearbeitet. Ich war einfach Fahrer, ne? Ohne männlich, weiblich einfach und so. Und dann ist das Resultat rausgekommen, was wahrscheinlich jeder hat, wenn er arbeitet und sich gut vorbereitet. Er fährt dem schnell und dann kommt der Klaus Ludwig zum Porsche Turbo Weltcup, hat natürlich auch Training und Vorbereitung, alles, aber er hatte, ist ja nicht das Team wie sonst immer. Mhm. Und ja, ich habe ihn ausgebremst. Sehr gut. Und Dieter Glemser war der Chef, glaube ich, der Serie, ne?
Alter. Der hat da, der vor ein paar Jahren am Österring hat er noch, hat er gesagt, kannst du erinnern? Das hat denen auch gedacht. Und das habe ich irgendwo, mein Mann hat es auf Video irgendwo, er hat es dann überspielt auf, von den Kassetten auf die DVD. Ja. Und das wurde ja unten im Fernsehen dramatisch berichtet. Dieser Kampf. Und dann habe ich ihn halt überholt. Ja, sehr gut. Und der, Jahre später habe ich den Roland Asch getroffen am Österreichring. Mhm. Und der, der lacht sich heute noch schief. Er hat gesagt, den Klaus Ludwig darf man darauf nicht ansprechen. Der hat sich so gefreut, hat sich so gefreut, weil die, die beiden waren ja im deutschen Motorsport immer Konkurrenz. Ja. Und der, das hat dem so getaugt, dem Roland. Haben Sie jetzt noch Kontakt zu den Leuten? Roland Asch, Dieter Glemser oder so? Nein, das war zufällig bei einem Rennen, wo ich am Österreichring getroffen, den zufällig getroffen habe, den Asch. Total mit, ich war mit meinem Mann und wir hatten wirklich Spaß und Gaude, ja, weil einfach die Welle stimmt. Und wenn ich Glemser auch damals erst letztes Mal gesehen, wenn ich die sehe, ja, ist das, sind sie wie alte Kumpel. Ne? Ja. Jetzt hat es zur Formel 1 aber doch nicht gereicht. Sind Sie mal einen Formel 1-Test gefahren oder gab es da die Möglichkeit, das zu auszuprobieren? Nein, ich habe. Ich sag, damals, als ich Formel 3000 fuhr, war die Formel 3000 circa 10 Sekunden langsamer als die Formel 1. Weil mein letztes Rennen war die Temporada Argentina in Südamerika. Und weil danach die Formel 1 fuhr, die waren 10 Sekunden ungefähr schneller. Ja, die Gruppe C-Autos sind Formel 1-Zeit noch. Aber ich weiß, dass es sehr aufs Genick geht. Das glaube ich, die Kräfte, das ja. Schildert das Gerhard Berger tatsächlich sehr eindrucksvoll bei mir im Podcast. Diese Kräfte und diese Beschleunigung und Bremsen vor allem. Geradeaus, geradeaus 300 fahren kann jeder. Ne? Ja, genau. Aber dann die Kurve und das Anbremsen der Kurve. Genau, so spät wie möglich bremsen, so früh wie möglich Gas sein. Ja, genau. Das geht dann darüber, das ist so wie Rouge in Spa, das stehen lassen. Dieses 24-Stunden-Rennen sind Sie gefahren in Spa, ne? Ja. Was war das schwierigste Rennen für Sie? Das war aber das Spa im Regen. Weil Regen, ich liebe nicht Regen. Da gibt es ja die Regenspezialisten. Hut ab, ja. Ich meine, ich bin auch Regenrennen gefahren und habe keinen schlechten Eindruck gemacht, aber nie genossen. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Mit, was war das für Ort? Ja, nein, Fiesta haben wir überschlagen in Spa. Eh nach Orange rauf. Und ich war halt wirklich stehen gelassen und bin links raus in Schotter und an die Bande und habe drei Puzzlebäume gemacht, bin auf der anderen Seite liegen geblieben, habe mir abgeschnallt, bin raus, bin ins Fahrerlager. Marco war damals mit dem Alpha und Peter Ohrendorfer in Gruppe A, glaube ich. Bin zu dem ins Wohnmobil auch und so. Und er hat sich gewundert, ne, dass ich halt mich abgebeutelt habe und wieder eingestiegen bin. Weil ich sage, die Crew hat das Auto über Nacht wiederhergestellt. Okay. Und ich fuhr vom letzten Platz auf Platz 10, glaube ich. Bei 25. Mhm. Nicht schlecht. Ja, nein, nur unter 10 sogar. Entschuldige. 7? Wurscht. Leider nicht zwischen den ersten drei. Ja. DTM sind Sie auch mal eine Saison gefahren, noch für BMW, ne? Also ja, um drei. Linda, genau. Linda bin ich DTM gefahren, ja. Wie war der Gesamteindruck der Serie? Weil das war ja noch sehr. Also, na gut, da war die Elnor, die war nach Ihnen, oder? Ja, die fuhr Mercedes damals. Mercedes, ja. Parallel. Ja, tatsächlich, stimmt. Ja, ist das, ich will jetzt nicht sagen, rottet man sich da zusammen oder sowas? Oder haben Sie die auch alle ganz normal behandelt? Oder haben Sie ein gutes Verhältnis zu ihr? Oder war da eher so ein. Ich kannte sie um Ladies Cup, aber ich war mit niemandem eng und ich war das nie so. Ich mag die Menschen und mit manchen Menschen rede ich mehr, mit anderen weniger, freue mich mehr. Das ist Intuition. Ja, okay. Ich sage nicht, ich mag ihn nicht, der ist unsympathisch, sage ich nicht. Das ist einfach, entweder gibt sich was oder gibt sich nichts. Ja. Und die Elnor, man hat sich nicht viel gesprochen. Sie war immer mit dem Vater, der hat sie ja sehr unterstützt und sie war ja von der Seite, väterlicherseits, sehr protegiert für den Motorsport. Okay. Und ich bin ja ins kalte Wasser gekupft. Ich hatte niemand, meine Eltern. Wie gesagt, der einzige Vater, der Niki Lauda-Fan war, sonst nichts. Wie war denn das? Wie hat das eigentlich Ihr Vater wahrgenommen, als Sie selber auf einmal Rennen gefahren sind? Oder Ihre Familie? Ja, ich glaube, ihm hat es schon gefallen, aber ich glaube nicht, dass er sich viel getraut hat, da Enthusiasmus zu zeigen, weil die Mutter war immer, du kannst ja studieren.
ich wurde nie unterstützt von irgendwo. Ja. Es wurde nicht viel. Gut, ich habe die erste Zeit in Graz gelebt, die Eltern waren in Klagenfurt, hat man nur ein bisschen telefoniert. Als ich dann in Klagenfurt war, die Mutter immer nur, wann wirst du fertig studieren? Und der Vater, der war halt, ich habe das Gefühl gehabt, der war immer passiv, sein ganzes Leben. Okay. Ich weiß nicht warum, das war so. Ah, da hatte sie bei Rennen besucht? Starker Raucher und das Notwendigste machen, aber... Das Einzige, was er aktiv gemacht hat, war Rauchen. Ja, ja, wirklich. Also ich habe nachgerechnet, er hat in Schilling damals, habe ich noch gerechnet, 4,2 Millionen Schilling verraucht. Normal müssen wir die Zigaretten allein stampfen. Rauchen Sie? Nee. Gut, bleibst du dabei. Nein, was wäre es, wenn es keine Zigaretten ich gäbe? Ich glaube, meiner kleinen Tochter die Milchschnitte aus dem Kühlschrank. Das ist tatsächlich so ein Laster. Wollen Sie nicht? Na Quatsch, nein. Aber der Merker, ich habe sie eben auch, also das muss man dazu sagen, ich bin hierher gekommen und sie haben eine Milchschnitte gegessen. Ja. Deswegen fand ich irgendwie lustig, dass sie dafür Werbung gemacht haben. Und ja, nein. So. In letzter Zeit haben wir die Milchschnitte immer zu Hause. Der eine oder andere schleppt es an. Aber Sie kriegen die nicht mehr zugeschickt von Ferrero? Nein. Habe ich nie gekriegt, aber die waren immer super interessiert. Wie gesagt, das war dann der Unfall und so. Immer nachgefragt, wie es geht. Und die haben mir dann, ich glaube, einen Betrag überwiesen, den sie nicht überweisen hätten müssen, glaube ich sogar. Okay. Also die Firma Ferrero kann man nur Hochachtung. Ja, unglaublich. Aber ja, die Milchschnitte-Werbung, also ich weiß noch, die ist rauf und runter gelaufen. In jedem Werbespot. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich diesen 962-Tab gespielt habe. Und dann sind Sie da ausgestiegen. Das Auto, also, ja, das Auto ist ja wirklich ein Traum. Ja. Na, ich müsste noch ein Rennen fahren mit dem Porsche, ja, damit der wieder aktuell wird, das Spot, oder? Die Haare durchstufen, färbt sind sie. Genau, ja, und dann steigen sie da nochmal ein. Und schütteln wir den letzten, ich glaube, der wurde gedreht, 89 kann das sein? Ja, 91. Da sind sie das gefahren mit Otto Rensing. Was haben wir jetzt für ein Jahr? 22, das ist wie lange her? 30 Jahre, 31 Jahre. Oh, Wahnsinn, aber das wäre was, oder? Die Wiederholung. Das wäre nicht schlecht, oder? Vielleicht gibt es den Wagen irgendwo. Ich meine, Sie können ja mal mit Porsche Kontakt aufnehmen. Oh, da weiß ich nicht, ob meine Kontakte da reichen, aber fragen kann ich. Vielleicht sollten wir mal bei Ferrero anfragen. Vielleicht hört sich jemand von Ferrero oder von Porsche und dann kommt er auf die Idee, das nochmal nachzustellen. Ich mache das unabhängig auch. Ja. Und das könnte dann aber Klick machen. Ja. Die Annette Möwesen, mit der haben Sie, sind Sie dann nicht mehr gefahren später, oder? Nein, die Möwesen hat mich nur vorgeschlagen damals. Ich habe oft nachgedacht, warum, weil sie kannte mich nicht, persönlich haben wir es nicht gekannt. Ja. Vielleicht hat es die im Fernsehen die Einladung zum Südwestfunk gesehen gehabt, wo ich als Ladies Cup-Fahrerin eingeladen gewesen war. Und sie hat mich dann als ihre Teamkollegin bei BMW vorgeschlagen, weil halt Amis im Auto, die eine relativ gute Figur macht, die ja nicht schlecht ist, weil ich musste was bieten. Ja, und privat haben wir nicht viel Kontakt gehabt. Wir haben eine gute Kameradschaft gehabt, keine intensive Freundschaft, aber wir haben uns gut verstanden, ja. Okay. Spaß und Gaudi gehabt, keine Ärgernisse. Ja, erstaunlich, genau wie Sie das auch sagen, dass Sie sich eigentlich nicht kannten. Man könnte ja denken, Sie waren irgendwie schon groß befreundet oder lange befreundet oder so, oder auch danach, dass sich da eine Freundschaft entwickelt hat, aber es war nicht so. Na, Freundschaft, wir haben uns gut verstanden. Ja. Aber nach meinem Unfall, sie hat einmal angerufen, wie es mir geht und bla bla bla, ein bisschen geplaudert. Mhm. Aber da war nicht mehr zu sagen, weil einfach nur, wir waren gute Kollegen. Ja. Jetzt haben Sie schon ein paar Mal gesagt, der Unfall, das Ende Ihrer Motorsportkarriere kam tatsächlich mit einem großen Knall, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? Mhm. 15.02.93. Da war ich gerade am Weg zur Firma Ferrero. Und es ist unerklärlich, nur die damals noch Gendarmen, jetzt Polizei, die haben gesagt, sie fahren oft an diese Stelle, weil da im Winter und im Sommer andere Verkehrsregeln sind. Mhm. Und es ist ja ein Lawinenschutztunnel, wo im Winter Gegenverkehr unter dem Lawinentunnel auch ist, wo der im Sommer außerhalb fahren kann. Ja, ja, okay. Und für mich waren aber, das war nachweislich und deshalb wurde ich praktisch fast nicht bestraft, Überholverbot und Geschwindigkeitsbeschränkung nachweislich von einem LKW verdeckt. Ich fuhr also in den Tunnel immer nur sommers gefahren, Rennsaison. Ja. So, und Sie dachten, das wäre zweispurig?
Ich dachte überhaupt nichts, ich bin gefahren, wie ich immer gefahren, ja. fahren durfte, ja. wie man im Sommer fahren darf. Aber das war am 15.02., es ging ja um das Rennen in Argentinien und das war im November gewesen und danach eben für die nächste Saison. Und das war das Problem. Andere Verkehrsregeln, die eigentlich für mich nicht wahrnehmbar waren. Mhm. Und deshalb wurde ich auch nur mit 2000 Schilling Strafe belegt, weil ich im 183 gefahren war, was ja auch nicht die Welt ist, bergauf noch dazu. Und die Schilder nachweislich nicht sehen habe können, weil LKW-Fahrer für mich ausgesehen, ja, ich bin da gefahren und ich hätte es nicht sehen können. Also unschuldig, fast. Mhm. Und dann waren Sie draußen und dann sind Sie frontal tatsächlich bei 103 mit jemandem zusammengestoßen, ne? Mit 103, ja, laut Experten, bin ich frontal mit einem Ford Fiesta gegen R5. Gott sei Dank zwei gleichwertig kleine Autos. Ja, war beide jetzt nicht so sicher, ne? Gut, einer der Ärzte hat gesagt, wären sie am Mercedes gefahren, hätten sie jetzt nichts, ja. Mag sein. Hm. Dafür wäre er auch noch vielleicht tot gewesen. Wenn er kein Mercedes gehabt hätte. So gesehen, lieber erlebt auch, ja. Ja. So ein Sie waren aber lange auch im Koma, glaube ich, ne? Ja, 5 Wochen. Hm. 3 Wochen davon in Lebensgefahr. Und als ich zu mir kam, wusste ich nicht, wer ich bin. Da war alles weg. Das war richtig eine neue Erkenntnis, dass das gibt. Ich war wie ein leeres Blatt Papier. Da war nichts. Aber es ist alles wiedergekommen. Ich konnte nach ein paar Wochen eigentlich zu Hause. Und dann habe ich den medizinischen Test bestanden mit der Gedächtnisquotient sei dem altersmäßigen Durchschnitt überlegen. Aber in die Rennfahrerei war nicht mehr zu denken dann. Oh ja, ich glaube schon. Aber dann habe ich ja geheiratet und habe ein Mädchen mit Down-Syndrom geboren und keine Familie, die mir da half, fremde Menschen zu Hilfe zu ziehen in so einem Fall, ist nicht meins, weil dann brauchst du keine Kinder kriegen. Was ich überhaupt für alle Erziehungen, auch bei meinem Sohn habe ich gesagt, wenn man mir sagt, kannst du wieder fahren, er war sehr Mama-Kind. Logisch, weil das Mädchen hat 800% Mutter gebraucht. Down-Syndrom ist alles, 10-mal sagen, alles, also sehr anstrengend auch, ja. Und dann kommt er und ist dann hochintelligent. Braucht auch viel, ja. Aber es saugt aus, ja. Und ganz ehrlich, Erziehung ist, glaube ich, der härteste Job der Welt. Wenn man wirklich was Gutes machen will, ja. Nicht anordnen und dirigieren oder befehligen, sondern einfach, du willst einen Menschen erwachsen lassen, wie er ist, und trotzdem mit Vorbildwirkung. Das Wichtigste in der Erziehung ist, glaube ich, Vorbild, oder? Weil, wenn du was anderes sagst, wie du tust, bist unglaubwürdig und irgendwann in Frage gestellt. Ja, und dann bei den beiden war es eben, kommt, aber jetzt, ich habe etwas geschafft, wo ich mich immer wieder freue, dass er der große Sportler, ja, der körperlich auch groß und eben talentierter Fußballer, fleißiger Arbeiter für den ÖBB und so weiter, seine Schwester so gern hat, dass er mit ihr des Nachts in irgendein Lokal geht und davon trinkt und so. Alkoholfrei. Aber er sagt, ich gehe mit der Mercedes in die Sky Lounge. Ja? Und sie freut sich, geht mit dem Thema gerade. Ja, toll, ne? Also so gesehen hat es funktioniert. Gut, und bin ich glücklich, ja, weil wenn es nicht so ist, bist du immer in Sorge oder traurig oder deprimiert. Ja. Ihre Tochter ist auch Mercedes. Ja. Wie sie. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber war das mal irgendwann ein Problem, dass sie einen BMW-Werksvertrag haben und Mercedes heißen, das fällt mir jetzt gerade auf. Nein, überhaupt nicht. Sie sagen, es so ist damals war eigentlich, mir am meisten in Erinnerung gebliebene Schlagzeile war, als ich in Australien mit meinem M3 in eine Felsmauer fuhr und das Auto war sowas von hin, ja, da ist nichts mehr, da mussten sie das Auto von abschneiden, unter der Windschutzscheibe. Und auf der größten australischen Tageszeitung, Presseformat, stand Mercedes, Benz, BMW. Das war vielleicht eine lustige. Sonst habe ich oft natürlich Mercedes auf BMW und so. Sie haben sich schon ein bisschen gespielt damit. Ja, klar.
Aber Problem nicht, das war eher lustig, witzig, fand okay. ich. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage wäre. Wortspiel. Ob die heute sagen, ah, das können wir nicht machen oder sowas, keine Ahnung. Aber interessant. Ich weiß ja nicht, aber eigentlich ist es ja immer gut, oder? Wenn sowas so passt. Wenn was anders ist oder wenn was lustig ist. Ja, normalerweise sollte man es meinen, ja. Haben Sie, ja okay, Sie sagten nur die Kinder, war die Rennerei im Weite Ferne gerückt? Ja, eben, weil ich hatte eben in Niederösterreich niemanden, ja. Mhm. Für mich nur denkbar Familie, wo ja auch nicht alles passt, ja. Ich meine, auch nicht jeder brauchbar, ich meine, total ausbrauchbar ist, ja. Ja, ja. Weil es gibt eben viele verschiedene Charaktere und so. Und mein Kind ist ja nicht mein Kind, wenn es wer anderer. Mhm. Ja, stimmt. Ich habe mir oft nachgedacht, was ist eigentlich Erziehung? Es ist Erprägung. Mhm. Und die ersten Jahre sind die wichtigsten im Leben eines Menschen, ja. Und wenn das jemand anderer prägt und wenn es noch so hochqualifizierte Fachkräfte sind, ist es ja nicht mein Kind, oder? Ja, was dann? Und beim Kleinen, wie ich heute sage, ja, er ist, weiß nicht, 86, es kommt schon ein bisschen rüber, dass er einfach er selbst ist. Er ist wirklich, er ist ein guter Kerl, ja. Und das hat sich gelohnt. Das ist doch gut, oder? Wenn man das abschließend sagt. Ja. Gab es jemals so einen Gedanken, wieder ins Cockpit zurückzukehren, als die Kinder jetzt größer waren? Oh oder? Ja, klar. Ja. Immer wieder bei jedem Rennen der Formel 1 denke ich immer, 30 Kilo weg, trainieren, schaffst es. Ich weiß, Genick geht's, selbst Genick geht's. Da habe ich schon oft gedacht, ja. Aber es gibt auch so andere Rennserien oder Tourenwagen zum Beispiel, Legenden, Revival, Tourenwagen Classics oder sowas. Ja. Haben Sie jemals wieder an so einem Rennwagen gesessen eigentlich? Nein. Oder gab es das noch nie wieder? Nein. Also ich habe am Anfang, eben weil wo die Kinder klein waren, wollte ich ja nicht. Ich habe einfach ein paar Mal Angebot gekriegt. Mhm. Wieder das britische Formel 3000 Team hat x-mal angerufen. Mhm. Wann immer ich will, das Auto steht bereit und so weiter. Mein Mann war der Meinung, ja, die wollen auch Geld von dir, von Sponsoren und so. Und wenn ich es nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich auch gefahren. So habe ich es, mein Gefühl. Aber ich wollte es ihm nicht, weil ich Kinder hatte, die ich von mir geprägt haben wollte. Ja, jetzt aktuell, aber würden Sie wieder fahren, wenn jetzt ein Angebot käme? Na klar. Und vielleicht hört das hier jemand und sagt, Mensch, toll, die ja, müssen wir wieder ins Auto setzen. Also freuen würde es mich, das mal wieder zu sehen. Ja. Also, dass man da so ein kleines Revival hinkriegt. Ja, ich hab mir gerade jetzt gedacht, weil gestern hat irgendwer Bekannter hat mich gefragt, was jetzt in dem Alter? Ich glaube, der Dieter Quester fährt mit über 80 auch in Amerika, oder? Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja. Fährt auch 24 Stunden rennen, Daytona zum Beispiel. Ne? Eben. Und eigentlich liefert er die Kraft am Motor. Ne? Ich meine, ich habe Rennen erlebt, wo ich hin und fertig war. Mhm. Ich meine, bei jedem bist du voll erschöpft, aber solche auch gehabt, 24 Stunden Rennen und Nachtrennen und so, dass du sagst, brauchst du das? Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Bitte. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto, wenn Sie irgendein Auto, was Sie gerne nochmal fahren möchten, und auf welcher Strecke würden Sie es fahren? Strecke ist auch egal, ob es Rennstrecke oder hier zum Heurigen ist. Ich würde mit unserem Mitsubishi 3000 oder Mercedes Cabrio, die beide in der Garage sind, würde ich zum Wiener Stephansplatz fahren. Da würde ich ein Eis essen und denken, mein Gott, mir geht's gut. Die besten letzten Worte. Das war Mercedes Sternitz und da sieht man mal wieder, die Rennerei ist nicht alles im Leben und am besten ist es doch, wenn man ohne Groll zurückblicken kann und nicht eventuell verpassten Chancen hinterher trauern muss. Ich habe in der Begegnung mit ihr tatsächlich viel gelernt und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. So. Ich mache jetzt erstmal 2 Wochen Pause und Anfang September geht es hier weiter, auch wieder mit tollen Gästen. Und falls euch bis dahin langweilig sein sollte, empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal, wo ihr über diese Interviews hinaus noch zahlreiche Videos finden könnt. Schönen Urlaub noch, bleibt gesund, abonniert unbedingt diesen Kanal, damit ihr die nächste Folge nach der Sommerpause auf keinen Fall verpasst. Und dann hören wir uns Anfang September wieder. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.